Bis 2045 wollen wir ja klimaneutral werden, wir wollen aber auch die Strompreise weiter runterkriegen, mit erneuerbaren Energien massiven Ausbau vorantreiben. Es geht niemals ohne Offshore, das ist der Eckpfeiler der Energiewende. 70 Gigawatt Windenergie Offshore, das sind die Ziele der Bundesregierung, sind für uns eine Herausforderung, die wir uns gerne stellen. Die maritime Wirtschaft wird profitieren, insbesondere durch den Ausbau von Offshore-Converter-Plattformen, die wir ja in Deutschland jetzt auch zunehmend bauen wollen. Deswegen ist es toll, hier am Standort in Papenburg jetzt mal ein erstes Projekt zu sehen, wo das auch wirklich funktioniert. Wir arbeiten auf der elektrotechnischen Seite mit Siemens Energy zusammen, ein bekannter Partner in unserem Geschäft. Und für den Stahlbau haben wir die Werft Dragados in Spanien gewinnen können. Und wir haben halt mit der Meyer Werft auch noch einen weiteren Partner hinzugekommen, der sich durch seine Qualität auszeichnet, der bekannt ist aus dem Schiffbau, der jetzt in das Thema Plattform einsteigt. Wir benötigen diese Konverterstation, um den Strom aus den Windkraftanlagen, der als Drehstrom geliefert wird und erzeugt wird, in Gleichstrom umzuwandeln, um sie dann über ein Gleichstromkabel an Land zu liefern. Und auf der Landseite brauchen wir dieses Gegenstück, die entsprechende Konverterstation, um dann wieder zurück zu verwandeln in unsere 50 Hertz Drehstromfrequenz. An dem heutigen Tag wird für den Bau der Plattformen der erste Stahl symbolisch geschmiedet. Wir haben vor knapp 2 Jahren begonnen, uns in dieses Offshore-Feld reinzuarbeiten. Und dass wir heute hier stehen, das ist wirklich besonders. Diese Plattformen sind wirklich ein wichtiger Baustein für die Energiewende. Ich glaube, das ist ein wichtiger auch Resilienzfaktor für die europäische Industrie, dass wir sowas noch selber können. Die Aufgabe von Politik ist jetzt, nicht nur dafür zu sorgen, dass der günstigste Preis greift, sondern in den Ausschreibungen dafür zu sorgen, dass Produktion in Deutschland, in Europa stattfindet, der grüne Stahl eingesetzt wird, damit wir wirklich klimaneutral sind. Um die Produktionskapazitäten zu stützen, haben wir ganz aktuell auch ein Sonderbürgschaftsprogramm beschlossen. Das ist jetzt auch notifiziert. Also mehrere Milliarden Euro werden als Garantienavale bereitgestellt, damit die Unternehmen und mit den Banken auch verlässlich investieren können. Ja, wir sind total stolz. Wir kommen aus dem Thema Genehmigung, aus der ganzen Planung. Jetzt haben wir die ersten Stahlteile und jetzt können wir es wachsen sehen. Und wir können sehen, wie da wirklich etwas Großes im wahrsten Sinne des Wortes entsteht.